Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quicktipps. Mein Name ist Arno Burger. Heute zeige ich euch, wie ihr eine E-Mail ganz einfach in OneNote übernehmen könnt. Ich habe Outlook im Moment gestartet. Ich möchte OneNote daneben darstellen. Das könnt ihr natürlich auch auf zwei Bildschirmen machen. Ich mache das hier mal auf einem Bildschirm. Windows-Taste und Pfeil nach links. Dann wird das Outlook-Fenster auf der linken Seite angeordnet. Ich wähle das OneNote-Fenster für die rechte Seite aus, so dass ich auf der linken Seite die E-Mail habe und auf der rechten Seite die OneNote-Seite, in die ich einfügen möchte. Und dann nehme ich die E-Mail und ziehe sie einfach per Drag and Drop nach rechts in die OneNote-Seite hinein und lasse dort los. Und dann erscheint der Dialog Datei einfügen. Manchmal steht der auch noch hier drüben, also wundert euch nicht, wenn der nicht hier auf der OneNote-Seite erscheint. Dann wählt ihr aus diesem Dialog Datei anfügen oder auch Ausdruck einfügen ein. Ich nehme mal Ausdruck einfügen. Damit wird die E-Mail als Datei eingefügt und dazu wird ein Ausdruck dieser E-Mail als PDF mit eingefügt. Ich mache hier mal nochmal eine neue Seite. Nehme mal das OneNote-Fenster nach rechts rüber, das Outlook-Fenster ist links. Ich nehme nochmal die E-Mail. Wenn ich hier nur Datei anfügen wähle, dann wird erstmal nur die Datei als Kopie hier eingefügt. Und wenn ihr nachträglich den Ausdruck noch braucht, Rechtsklick als Ausdruck einfügen und dann wird hier diese E-Mail noch ausgedruckt und als PDF angefügt. Der Hauptunterschied ist jetzt, in der ersten Variante habt ihr gleich noch einen Titel dabei, nämlich den Titel aus der E-Mail. Dieser Unterstrich hier, der ist nicht ganz ideal konvertiert, aber weitgehend passt es. Und das passiert eben bei der zweiten Variante nicht. Eine Verknüpfung zur E-Mail habt ihr nicht, die ist jetzt unabhängig zu Outlook, aber ihr könnt die E-Mail mit einem Doppelklick öffnen und könnt die E-Mail hier noch beantworten. Wenn euch mehr interessiert zu diesem Zusammenspiel OneNote und Outlook, dann schaut euch mal die beiden ausführlichen Videos an, die ich dazu gemacht habe. Das eine zur Desktop-App und das andere zur Web-App. Und in der Web-App kann man tatsächlich auch die Mail mit der Seite in OneNote verknüpfen. Das geht in der Desktop-App nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und teilt auch gerne das Video. Das ist für mich immer am besten. Teilt es mit anderen, dass es möglichst viele sehen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich beantworte die relativ regelmäßig. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.